Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geofans da draußen, und ich darf euch recht herzlich begrüßen mit mir den Lukas, und zwar zu einem Funder Bissel Guide. Ja, wir hüpfen auf jeden Fall mal explizit drauf, wie das Deck funktioniert, wie die ganzen Combo Lines funktionieren, weil ich wurde von vielen gefragt, hey, du spielst auf den Locals, Lukas, wie kriegst du das immer hin, diesen Handrip für 2 zu machen, nur machen 30 mit Appaloosa und Heretic Exil hinzulegen, so wie ein Branded Bissel Schuss halt von der Branded Beast und Recyceln durch Wiedergewinnung. Und das wollen wir uns heute auf jeden Fall mal angucken. Aber vorher nochmal, wenn ihr genauso gute Videoideen habt wie der gute Steffen oder der Luke, die auf jeden Fall diese Deckidee bzw. diese Videoidee hatten, dann joint einfach unseren Discord, schreibt mich an, sagt einfach, was ihr sehen wollt, wie ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe sehr viele Sketches bekommen und sowas, wo die Leute auf jeden Fall mal Lust hätten, auf welche Formate und sowas, wie man mal explizit eingehen sollen und sowas. Wie gesagt, joint den Discord, Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr Deckidee bzw. Videoideen habt, und da können wir uns auf jeden Fall austauschen, und dann wird das hier auf jeden Fall mal auf den Kanal vorgestellt. Ja, Branded Bissel, auf jeden Fall ein Deckthema, was auf jeden Fall in den letzten, ich sag mal, 2-3 Monaten von 2022, den letzten Monaten quasi, Oktober, November, Dezember, auf jeden Fall Popularität gewonnen hat, gerade weil David Urban damit getoppt hat und natürlich immer noch Play sieht. Werde ich auf jeden Fall mal dieses Deck hier vorstellen. Und zwar hüpfen wir als allererstes in eine Standard-Kombo rein. Ich habe hier mal den Batteriemann Solar plus den Lobelion plus den Random Discards vorbereitet, weil die Discards sind tatsächlich relevant in dem Deck. Ihr braucht hier 2. Ich habe hier einfach mal den Thunder Dragon genommen als Aushängeschild. Und zwar geht das folgendermaßen. Wir starten die ganze Kombo entweder mit Normis Hammer Batteriemann Solar oder Lobelion. Sagen wir mal einfach, wir fangen mit Lobelion und Discard an. Suchen uns an der Stelle den guten abgeheuerlichen Saronir. So, warum Saronir? Ganz einfach, wir wollen die Branded Spell auch noch im Grave haben. Das funktioniert natürlich mit jedem anderen Bissel genauso gut, aber Saronir hier mal das Paradebeispiel. Magnum natürlich noch ein bisschen besser, deswegen haben wir hier die goldene Mitte genommen. Dann normen wir den Solar. Solar aktiviert seinen Effekt. Wir senden uns den Thunder Dragon Roar. Das wird auf jeden Fall nochmal wichtig, denn jetzt können wir mit Saronir den Roar targeten und den Saronir specialen. Roar wird gebanished und Roar triggert seinen Effekt an der Stelle und special sind den Thunder Dragon aus dem Deck. Dann bekommen wir unseren Thunder Dragon Dark und der Pflichteffekt von unserem Batteriemann Solar triggert und wir bekommen ein Batteriemann Solar Token. Jetzt können wir mit dem Batteriemann Solar Token und unseren Thunder Dragon Dark in unser erstes Link Monster gehen, und zwar in unseren Rebotoclus. Ja, liebe Leute, es wird spannend. Auf jeden Fall nicht die Standardvariante, weil hier haben wir auf jeden Fall safe unsere Combo. Dark triggert und sucht uns einen Thunder Dragon Hawk an der Stelle. Und jetzt machen wir nichts anderes, als Hawk zu aktivieren, Roar zu reboarden, weil er Stufe 6 ist, um mit Rebotoclus den Roar zu targeten, dass er ein Dragon wird. Jetzt können wir Saronir und Roar overlayen, und zwar in Atum. Und jetzt können wir Atums Effekt callen, Saronir discarden bzw. abhängen und dürfen einen Dragon aus dem Deck specialen. Das wird unser Omni-Dragon sein. Und unser Omni-Dragon würde dann natürlich triggern und unser Saronir würde triggern. Wir setzen hier an der Stelle auf jeden Fall unseren Omni-Dragon auf Chain Lead 1, weil er dann keine Ghost Ogre kassieren kann. Ist relevant, weil wenn der Omni-Dragon dann sich selber getargetet hat, ist das nicht mehr möglich. Und unseren Saronir auf 2, das heißt, mit unserem Saronir senden wir dann unsere Branded Spell auf den Friedhof und unser Omni-Dragon würde uns dann tatsächlich mit Target ihn selber und den Discard auf einen Donnerdrachen, den Chaosdrache Liliana, suchen. Soweit, so gut. Das heißt, wir haben hier immer mit der Kombination von einem Batteriemann Solar und einem Bissel immer die Guard-Dragon-Kombo mit LP quasi alive, nur in Form von Atom. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und jetzt wird es ein bisschen spektakulärer, weil wir machen jetzt nichts anderes, als mit Batteriemann Solar und Rebotoclus in eine Link 3 Beschwörung zu gehen, und zwar in unseren Draco Meister der Tengis. Jetzt fragen sich viele Leute, ist das nicht irgendwie so ein Brückenstück, der vom Extra-Deck her viel Platz einnimmt? Nein, ihr habt tatsächlich in dieser Combo-Line und allgemein bei Thunder Dragon Bissel ungefähr 7 Plätze frei, die ihr frei belegen könnt vom Extra-Deck, die nicht wirklich festgesetzt sind. Auf jeden Fall hier, das ist nicht so dramatisch. Jetzt könnt ihr mit den Omni-Dragon, deswegen ist das Link 3 hier wichtig, weil ihr die Pfeile braucht, in den Guard Dragon Pisty gehen. Und jetzt könnt ihr Pistys Effekt callen, um mit Brotor quasi eine Reborn zu machen, weil er kann vom Grave oder Banish Pile rebornen.
Wir hätten jetzt an der Stelle, wenn wir andere noch Darks im Grave gehabt hätten oder den Saurnir verballern wollen oder sowas, hätten wir vorher noch Chaosdrache Liviana machen können, weil dann hätten wir Omnidragon verbannen können und Omnidragon auch von der verbannten Zone specialen können. Ist auch möglich. Jetzt haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, mit Omnidragon Brotor in das nächste wichtige Play zu gehen, und zwar in den Striker Dragon. Und hier ist das A und O Zone Position. Denn wir müssen den Striker Dragon hier oder hier liegen haben und der Draco Berserker Tenji muss hier sein. Wäre noch relevant. So, was machen wir jetzt? Ihr geht jetzt mit Atum, der ein Dragon ist, und Pisty, der ebenfalls ein Dragon ist, in einer Link 2 Beschwörung in euren Romulus. Warum ist das relevant? Wir wollen diese Zone hier frei haben, Leute. Weil wir wollen in unser Heretic Exil immer eine extra Monsterzone haben, weil Heretic Exil ist ein Bounce, was impactful ist, und ein Special Summon von Magnamut aus dem Deck, um nochmal einen Dragon Search zu regenerieren, der unser Cypher Dragon sein könnte, um den Liviana zu recyceln, wenn wir ihn normalen und dann eben halt backlinken. Oder halt als einfaches Discard-Futter. Wir können halt natürlich auch Armageddon suchen, um uns einen gebanischten Dragon wieder zu recyceln. Das ist sehr, sehr relevant auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir natürlich den Romulus-Effekt erstmal aktivieren und suchen uns an der Stelle unsere Drachenschlucht. Jetzt aktivieren wir die Drachenschlucht, discarden unseren OG Thunder Dragon und können uns hier einen Dragon senden. Senden uns an der Stelle unseren Diablos. Ja, ihr seht schon, wir haben jetzt alles vorbereitet für den Handrip von Liviana und Diablos. Jetzt ist nur die Frage, wie spielen wir das richtig, weil diese Zone hier halt so relevant ist, weil ich euch das ja wie gesagt schon gesagt hatte. Na, ganz einfach, wir linken jetzt unseren Romulus und unseren Draco Berserker der Tengis in eine Appaloosa mit zwei Negates. Das ist deswegen relevant, dass die Appaloosa hier liegt, damit die extra Monsterzone wieder frei ist von unserem Heretic Exil, weil der macht sehr, sehr viel in dem Deck und deswegen wollen wir die Appaloosa auf jeden Fall hier haben. So, jetzt können wir den Liviana summon, indem wir drei Dark Monster banishen. Wir haben natürlich hier den Pisty auf jeden Fall einmal live. Der Striker Dragon liegt hier nicht ohne Grund da. Den werden wir auf jeden Fall gleich noch als Tributfutter verwenden. Unseren Thunder Dragon Dark und unseren Thunder Dragon Raw. Ihr könnt den Dark auch hier am Leben lassen, dass ihr Chain blocken könnt, wenn ihr Liviana in der nächsten Runde wieder nutzt. Dann nutzt ihr einfach einen Saurnir. Aber wenn ihr keinen anderen Bissel im Grave habt, damit ihr Wiedergewinnung im Lifetop, würde ich den Saurnir hier an der Stelle drinne behalten. Deswegen entscheiden wir uns hier auf jeden Fall für die drei. Die werden jetzt hier halt gebanished. Und wir können unseren Liviana beschwören und würden die erste Handkarte vom Gegner rippen. Das heißt, der Gegner hat hier an der Stelle nur noch vier Handkarten. Jetzt läuft die Prozedur wie folgt ab. Wir aktivieren bzw. nutzen den Effekt von unserem Lobellion, indem wir den Liviana tributieren, um unseren Lobellion zu holen. Daraufhin triggert unser Diablos, weil ein Finsternismonster tributiert wurde und Lobellion will keine Sechser-Drachen haben, sondern irgendwelche Sechser-Finsternis-Drachen oder höher halt. Ne? Also der Liviana ist hier natürlich auch noch eine sehr gute Möglichkeit. Dann kommt Diablos Special Summon und jetzt machen wir nichts anderes, als Diablos Effekt zu aktivieren, nutzen unseren Striker Dragon als Tributfutter und können noch eine Handkarte rippen. Lobellions Effekt würde uns jetzt unsere Branded Beast suchen und jetzt haben wir folgende Möglichkeiten. Wir haben jetzt zwei Handkarten gerippt, wir haben Appaloosa mit zwei Negates und wir haben unseren Schuss gleich live, weil wir die Wiedergewinn recyceln dürfen. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir können jetzt entweder in eine Nummer 38 gehen oder, weil wir natürlich sehr viele Ressourcen verwendet haben, wollen wir natürlich unbedingt unser Heretic Exil haben. Das heißt, das wäre hier theoretisch möglich. Oder wir gehen in unser Heretic Exil rein, um, falls auf die Wiedergewinnung das Target von unserem Bistel selber ein bisschen vom Gegner kommt, auf jeden Fall die Trap alive zu haben, ist Heretic Exil hier die allerbeste Wahl. Und jetzt gehen wir nichts anderes als in unsere Endphase rein. Je nachdem, ob wir jetzt einen Magnamut genutzt haben oder einen Saurnir, haben wir natürlich noch unseren Recyceln auf einen Bistel Monster oder die Wiedergewinnung. Es kommt im Prinzip das Gleiche bei raus. Faktisch ist es auf jeden Fall, dass du das Beast alive hast. Das ist sehr, sehr relevant. Und die Wiedergewinnung ist halt noch zusätzliches Backup. Deswegen ist es mit Saurnir oder Magnamut fast identisch. Nur, dass Magnamut natürlich noch das Bessere hat, weil wir Druidwurm Doppel Interruption haben. Also Magnamut wäre an der Stelle hier nicht die Wiedergewinnung, sondern unseren Druidwurm in der Hand. Das heißt, wir hätten hier auch nochmal einen Schuss mit anschließenden Senden. So funktioniert das. Wir haben hier zwei Handkarten Combo gebraucht plus Random Discards, haben hier zweimal Negate in Form von Appaloosa, ein Bounce plus eine Special Summon von Magnamut, der Backup searcht und natürlich tributiert werden kann für Beast.
dass wir den Gegner noch wegnehmen können. Und Wiedergewinnung würde dann auf Normal oder Special Summon unseren Sarunir hier rebornen. Und wir sind wieder voll in unseren Kombos drin, weil wenn Sarunir denn gehen würde, hätten wir wieder einen Bistl, den wir senden können. Haben hier auf jeden Fall genug Interruptions, um die vier restlichen Handkarten vom Gegner noch aus dem Spiel zu nehmen. Das ist eigentlich so ziemlich ein unbrechbares Board. Da müsste dann schon Dark Buller kommen plus Blitzsturm oder sowas in der Richtung. Da müsste der Gegner dann quasi alles haben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das ist so diese Standard-Kombo. Viele Leute hatten das gar nicht auf dem Schirm. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall mal vorstellen, wie das so grob funktioniert. Das war eine Standard-Kombo. Ich meine, wir könnten theoretisch noch Testhände ziehen bis zum jüngsten Tag. Macht aber relativ wenig Sinn. Wir hüpfen gleich nochmal kurz in einem Deckprofil rein, beziehungsweise gehen die 40 Karten durch, die relevant sind. Wie gesagt, ihr habt hier an der Hand der Combo gesehen, dass es gar nicht so viel extra Deck verbraucht. Wir haben halt hier unsere Standardmonster, die wir für die Combo benötigen. Das sind halt quasi, das ist unsere Combo-Line. Wir brauchen unseren Atum, Romulus, unseren Draco, Striker, Pisty, Heretic, Xeel und Apollosa. Das heißt, diese Combo-Line verbraucht 7 Extra-Deck-Slots. Klingt erstmal viel, aber man muss halt einfach mal überlegen, dass man immer noch super viel Platz hat. Wir haben hier die Beatrice, die wir noch Weibel machen können. Wir haben unseren Unicorn, Talk of OTK, Drack, weil wenn der Gegner selber Bistl spielt, können wir unseren Magnamut noch forcen und sowas. Das ist natürlich auch separat in der Combo eingebaut. Alles möglich, IP-Mascarena natürlich, unseren Skaldwood und unseren Nummer 38. Besser als so kannst du das Deck gar nicht bauen. Es funktioniert perfekt abgerundet, würde ich auf jeden Fall so empfehlen. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie bekommt man das in den 40 Karten auch rein? Natürlich, wir spielen die Bistls auf maximal, wir spielen unseren Solar auf maximal und dann haben wir natürlich noch ganz viele Handtraps in Form von den Bistls, unsere Consistency-Karten mit Allure und so weiter und so fort. Aber wichtig, um das nochmal hier darzustellen, warum das Deck noch so weiter krass ist, ist einfach mal diese ganzen Draw-Karten hier, die man hier so zeigen muss. Noch der Roboto-Plus, der hat sich an der Stelle versteckt. Wir haben halt einfach super viel Consistency in Form von diesen ganzen Power-Spells hier. Und ja, die sind nicht alle One-Card-Combo oder sowas, aber jetzt hört mir zu, und das ist relevant, die Allures sind halt einfach super relevant für Side-Deck. Denn wir haben die Möglichkeit, den Ausrottungsvirus jetzt an der Stelle zu spielen, der mit jedem Bistl die kompletten Spells und Traps vom Gegner wegnehmen kann. Je nachdem, was er spielt. Ich spiele mir gerne ein Trap-Deck und wir ziehen die Karte rein, haben wir einen Auto-Win-Button an. Deswegen ist der Skaldred Gamble-Play auch hier. Den Gamble-Play für den Skaldred geht man nur dann, wenn man Side-Deck hat oder eine bestimmte Karte sehen will, wie Melodie. Es ist gar kein Problem, zwei Melodies rauszuzeigen. Es ist kein Problem, das Bistl-Line-Up, wenn ihr nicht unbedingt gerade gegen Tier spielt oder sowas, zu minimieren. Habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeiten, diese Karten safe zu sehen. Ihr zählt in der Combo teilweise 7 bis 9 Karten. Und da ist es auf jeden Fall nicht schwer, an diese Karten ranzukommen. Gerade weil Skaldred unters Deck legt. Mit Space, mit Allure und so weiter und so fort. Dann natürlich noch, was der eigentliche Grund ist, warum hier unsere Beatrice Life ist, Timeout Play. Muss sein, ist leider traurig, dass das jeder im Moment so spielen muss, aber was soll man machen? Und wir ziehen natürlich auch oder können halt auch konstant diese ganzen Boardbrecher-Karten spielen. So wie wir spielen Beatrice und haben hier die Möglichkeit mit Necro Valley auch gegen Flanderwies einen Auto-Win-Button zu haben und viele andere Decks. Die Zombie-Welt alleine wert Spieleregeln, wenn ihr Evenly kommt, lasst die Zombie-Welt liegen. Ihr habt so viel Backup. Es ist irrelevant. Wenn das Heretic Exil nachher auf dem Feld liegt und der Gegner eine Evenly ansagt, das will ich euch nochmal kurz zeigen. Wenn ihr die Zombie-Welt schon gezündet habt und das Heretic Exil plus die Nummer 38, also das Standard-Endboard, hier quasi liegen sollte, es ist gar kein Problem. Ihr könnt halt einfach auf die Aktivierung von der Evenly sagen, auf Aktivierung Evenly, Effekt Heretic Exil, Kosten und wenn ihr hier noch eine Branded Spell Trap oder sowas habt, aktiviert, zeigt ihr einfach die Trap, dass ihr die bounce, damit die nicht face down gebanished ist. Dann resolve die Evenly, ihr habt nur noch die Zombie-Welt liegen, nehmt zum Beispiel die Nummer 38 hier weg. Das heißt, der Gegner hat explizit, um die Battle Phase zu skippen und sowas, nur eine einzige Karte rausgenommen. Die Zombie-Welt blockiert und noch ungemein. In der neuen Chain aktiviert sich Heretic Exil, holt Magnamut raus, ihr habt Backup Search und die Trap ist alive. Das heißt, ihr könnt in der nächsten Runde die Trap wieder setzen und sie ist nicht einfach weggebanished. Sehr, sehr schön. Man kann sehr, sehr viele Faxen-Plays mit dem Deck machen. Und ja, ich wollte jetzt auch gar nicht so großartig auf die
Deckbuilding eingehen. Wir hüpfen nochmal kurz im Extra-Deck, wie gesagt, habe ich ja eben gerade schon gezeigt. Die Nummer 38 ist ja einfach eine Pflichtkarte, das Sowetic Exil ist eine Pflichtkarte und wenn ihr halt, wie gesagt, diese Combo spielen wollt, müsst ihr halt euren Draco Berserker der Tengis hier mit einbauen und euren Atum sowie Pisty, Appaloosa und euer Regulus. Das muss alles relativ gut so zusammengebaut sein. Ich meine, das ist ein relativ hohes Monster-Lineup, was hier so an Extra-Deck-Slots verbraucht wird für die Standard-Kombo. Aber ihr habt, wie gesagt, alles, was ihr wollt, weil allein diese beiden Karten, Unicorn und Talker, sorgen dafür, dass ihr so gut wie jedes Board brechen könnt. Ihr habt noch Drag. Die Beatrice ist hier Luxus, natürlich um einen Auto-Win-Button gegen Flanderies zu haben und der P und Skyldred einfach nochmal zusätzlich Sachen rauszubaiten, sowie in die ganzen Side-Deck-Karten zu ziehen. Und das ist eigentlich das große Starke, was das Deck hat. Ihr zieht in die ganzen Side-Deck-Karten rein und gewinnt so das Spiel. Ihr habt halt wirklich die Möglichkeit, sehr, sehr viel Kram hier zu machen und immer eure Karten zu sehen. Das Deck brickt natürlich manchmal weg, wenn ihr so eine Hände habt wie das hier. Wir haben hier einfach 5 Bistels auf der Hand. Ich meine, was wollen wir da machen? Wenn wir 40 Karten spielen, dann können wir halt einfach nicht anders, als manchmal sowas zu haben. Aber auch so welche Karten wie ein Bistel plus eine Melodie oder so, plus irgendwelche Light and Dark, das kann halt sehr, sehr viele Faxen machen. Ihr kriegt natürlich nicht nur Atom durch die Standard-Kombo raus, sondern wenn ihr einfach irgendwelche 2 Bistels habt, plus genug Discard in Form von Melody und Donnerdrache oder einfach nur Donnerdrache plus 2 Bistels, dann seid ihr halt einfach voll in eurer Combo drin. Denn Donnerdrache sucht Donnerdrache, beziehungsweise oder 2 Copies, je nachdem, was du da halt brauchst, was wir noch vorher reinpflanzen können. Dann können wir einfach Special Special in Atom, Special Omnidragon und wir können mit Omnidragon natürlich auch Lobellion suchen, um einen weiteren Bistel live zu haben. Dann können wir mit Atom und Omnidragon safe in Heretic Exil gehen. Lobellion ist alive. Wir kriegen zwar nicht den Handrip durch oder sowas, wenn die Hände mal schlecht sind, aber das passiert im Regelfall nicht, weil wir, wie gesagt, die ganzen Consistency-Karten haben wie Allure, die uns in die ganzen Monster reinziehen lässt, Chaos Space, die dafür sorgt, dass wir in die Karten reinziehen können und natürlich auch suchen kann. Und wir haben natürlich auch noch unsere Melodie, die auch unsere ganzen guten Dragons, bis auf den Lobellion, sucht. Ich hoffe, dieses kurze und knappe Guide hat euch gefallen. Wir hüpfen jetzt nochmal kurz in den Side-Deck zum Plan rein. Und zwar haben wir hier unsere Zombie-Welt, unsere Banshee und unsere 3 Droplet sowie unsere Timeout-Karte, die leider immer wieder in diesem Spiel auftaucht, was ich sehr, sehr schade finde, aber man muss sich natürlich darauf vorbereiten und natürlich unsere Blitzstürme sowie unsere Tactics. Und das Lineup ist hier relativ klar. Diese Karte ist einfach nur dafür gedacht, wenn wir halt an so einen Punkt ankommen, hey, wir haben nur Turns 2 Spiele gespielt und dürfen halt anfangen oder so, dann ist das halt mit Beatrice eine Win-Option, die wir nicht unbedingt brauchen, aber nutzen können. Ist bitter, will man nicht machen. Es sind immer ein bisschen unbeliebte Spiele so zu gewinnen, aber leider so machbar. Und wenn, solange das in der Timeout-Regel und sowas ist, was sollen wir da tun? Banshee und Zombie-Welt natürlich gerade gegen Tier und gegen Flanderies behindert die schon sehr, sehr stark. Auch gerade gegen Decks, die bestimmte Sachen brauchen, wie zum Beispiel Sword Soul oder sowas, aber es ist natürlich jetzt aktuell nur ein Randdeck, haben wir die Möglichkeit, wie gesagt, durch Beatrice sich konstant zu melden und dann die Karte hier quasi aus dem Deck zu zünden. Relativ easy. Droplet natürlich für Going Second, um Board zu brechen, die, ich sag mal, ein Floodgate-Bossmonster hinlegen, wie Barrierestatue in Anführungsstrichen. Bossmonster. Dann Blitzsturm natürlich gegen Backrow und da fragen sich natürlich Leute, hey, aber du spielst doch die Bistels, die du auf dem Feld hast. Ja, ich sag mal so, wir müssen die Bistels nicht unbedingt verbrauchen, um den Gegner zu interrupten, wenn wir den Blitzsturm gesightet haben. Wir können die Bistels auch nutzen, um unsere eigenen Thunder Dragons zu banishen, das wissen wir alle, deswegen brauchen wir den Blitzsturm, können wir konstant in den reinziehen. Tactics natürlich auch gegebenenfalls, um Exitmonster und sowas, beziehungsweise Stufen und sowas zu übernehmen. Stufe 6 ist immer sehr, sehr gut gegeben. Wenn die Gegner, der Gegner selber Bistel spielt und versucht uns zu interrupten, kriegen wir durch die Tactics und sowas unsere Bistels, also die gegnerischen Bistels, auf unsere Seite, können an unseren Atom gehen. Sehr, sehr schön. Und natürlich den Ausrottungsvirus, um den Insta-Win zu haben. Und der hier ist ein wesentlicher Bestandteil, weil jeder Bistel mit dem Ausrottungsvirus ist gleich Win-Button. Und wie kommen wir an die ganzen Karten ran? Naja, ganz einfach. Wir haben ja unsere 3 Melodien, die wir spielen. Der Side-Deck-Plan sieht so aus, wenn wir Going First gehen, werden wir eine Melodie rausheiden, sowie einen Do-E-Swarm und, wo haben wir die Karte? Eine weitere Melodie
Oder wir nehmen einen Druid-Swarm noch zusätzlich raus und behalten die zweite Melodie. Je nachdem, ob wir gegen ein Light- oder Dark-Deck spielen. Weil die Melodie ist nicht so wichtig. Klar, sie sucht uns zwei Karten. Wir spielen auch vier große Dragons. Ist auch sehr, sehr gut und sowas. Aber wir wissen halt, wir können halt immer noch in die Karte reinziehen. Wir haben unsere Chaos-Base und unsere ganzen Plays und sowas. Wir kriegen unsere Monster auch so rein. Wir brauchen die Melodie nicht. Sie ist nice to know, aber wir brauchen sie nicht. Discard, sehr, sehr schön. Aber das ist aktuell so ein bisschen der Zeitdeckplan. Wir können auch alternativ unseren OG Donnerdrachen rausziehen. Dann ist das Deck aber wirklich sehr bricky, weil unsere Bistels teilweise wegbricken. Ohne eine Lure, ohne eine Melodie, ohne irgendein Discard. Aber das regelt sich auch bald. Und die Drachenschlucht ist auch eine mögliche Karte, die man raushalten kann. Weil theoretisch einen Druid-Swarm brauchen wir nicht unbedingt so oft. Wir können auch ein Saroni alternativ raushalten, wobei Saroni hier ein Combo-Piece ist. Also wir haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, diese Karten hier rauszuhalten. Und wir sind, wie gesagt, beim 40-Karten-Core angelangt. Und haben, wie gesagt, die Möglichkeit, diese drei Karten hier rauszuhalten. Im Regelfall macht man das mit einer Melodie und einem Druid-Swarm. Und dann hat man die drei Karten hier im Deck und wenn man in die reinzieht mit Skyldred, Chaos, Base, Allure, dann musst du nur ein bisschen auf dem Feld haben und du gewinnst das Spiel schon automatisch. Denn es ist relativ unrelevant, was wir noch so aufs Board zaubern. Going Second für die Zombie-Welt, unsere zwei Targets hier, natürlich für die beiden Karten, ist relativ simpel, ist ein Druid-Swarm plus eine Melodie, falls wir die Karten hier brauchen. Falls wir nochmal weitere Tactics und sowas rausziden, nehmen wir natürlich die Donnerdrachen raus, das geht nicht anders. Und die Blitzstürme, damit wir in die Plays gehen, beziehungsweise mit den Blitzstürmen reinziehen können. Das ist auch relativ simpel. Wir behalten alles, was Bistels und sowas ist, Good Stuff in unserer Hand. Dann aktivieren wir unsere Lures und reduzieren erstmal die Hand und gucken, dass wir die aufbessern können. Das heißt, wir aktivieren eine Lure, senden irgendein Bistel oder ein finsternes Monster weg. Wollen gar nichts rausbasteln, sondern versuchen erstmal in die Blitzstürme reinzuziehen. Und wenn wir gar nichts, also alle Card-Draw-Karten, wie, Lure und sowas halt rausgedroppt haben, um in die Plays zu kommen. Wir haben ja noch immer unseren Armageddon, der die ganzen Drachen recycelt. Dann, wenn wir dann keinen Blitzsturm sehen, na, dann müssen wir halt das Board anders brechen. Aber so ist der Gameplan von dem Deck und das funktioniert sehr konsistent. Es ist immer ein bisschen blöd, wenn wir natürlich gegen Decks spielen wie Naturia Beast oder sowas, die rein Erde sind. Aber das ist alles machbar. Ich hoffe, dieser Guide hat euch gefallen. Wenn ihr dieses Deck hier nochmal in Action sehen wollt, das heißt, wie es nachher aussieht, wenn Photon Hypernova und sowas kommt, werden wir auf jeden Fall nochmal ein Update zu dem Deck machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich bin dann raus.